Moin, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer Folge Assassin's Creed Valhalla. Wir haben einen neuen Verbündeten getroffen, König Harald. Unser Jarl knüpft schon seit Jahren Verbindung mit dem Norden und König Harald scheint wohl einer der Verbündeten zu sein. Das heißt, nach über 20 Jahren scheinen wir jetzt stark genug. Wer weiß, vielleicht sind wir ja gar nicht stark genug. Aber wir sind im Begriff, den Kjörtwitz anzugreifen. Kjörtis, der Name ist doch beschissen. Naja, sei es drum, wir sollen uns mit Sigurd treffen. Und vermutlich werden wir einen Angriff starten, und zwar auf Kjörtis. Ihr wisst, wen ich meine. Soll das der Fall sein, wird Eivor seine Rache bekommen. Denn Kjörtis war derjenige, der seine Familie ermordet hat, kaltblütig. So, ich muss mit Sigurd sprechen. Die Folge heißt Ein grausames Schicksal. Unser Freund ist dort oben. Ich bin ja mal gespannt, ob König Harald wirklich so ehrenhaft ist und an unserer Seite steht, letztendlich. Wir planen einen Angriff. Eivor, du hast den Auftakt verpasst. Kjötvis Vorpost schmolz dahin, als wären wir der Frühling. Greifen wir also von hier aus an? Hatte es extra einen Cut gemacht, weil ich befürchte, dass diese Folge schon etwas länger dauern würde. Ich muss gucken, dass ich es auf halbe Stunde halte. Auf den Kampf. König Haralds Truppen stehen bereit. Gib nur den Befehl. Oder um der Weiß ist auch dabei. Das werde ich, doch vor dem Angriff habe ich eine Bitte. Welche? Dass Eivor Kjötvi vor den Toren seiner Feste herausfordern darf. Zu einem Zweikampf bis zum Tod. Ist es das, was du willst? Oh ja. Kjötvi stahl meinem Vater jede Ehre und Würde. Ich werde sie zurückerobern. Wenn es um die Ehre geht, soll sich niemand einmischen. Und sollte Kjötvi vor Beginn der Schlacht sterben, umso besser für uns. Ja, das sind die Moral der Truppen nachher. Ja, löschen wir Kjötvi aus. Nein, ich brauche noch mehr Zeit. Nein, ich bin soweit. Heute nun ich habe mich vorbereitet. Das Werk von Skuld scharfer Schere tun. Und Kjötvis Schicksalsfaden kappen. Gut gesprochen, mein scharfzüngiger Krieger Skalde. Mögen wir alle das Lied dieser Sage erhören. Schreiben wir ein wenig Geschichte. Eivor, auf ein Wort. Klar, warum nicht? Heitam. Diese Fehde ist nicht die eure, doch kämpft ihr mit uns. Das scheint mir seltsam. Du findest es seltsam, weil du dich irrst. Unser Clan, die Verborgenen, wir bekämpfen Kjötvis Orden schon seit Jahrhunderten. Templer? Ihr kam aus Miklagard hierher, um Kjötvi zu töten? So ist es. Vielmehr kamen wir, damit Heitam ihn töten kann. Mein Lehrling studiert dieses Ziel schon seit Monaten. Ist Kjötvis Ruf außerhalb Nordweges so groß? Nicht sein eigener Ruf, doch der des Ordens, zu dem er gehört. Sie sind, sagen wir, Rivalen unseres Clans. Heitam, dies geht nicht gegen dich oder die Verborgenen. Doch Kjötvi gehört mir. Meine Familienehre steht auf dem Spiel. Das verstehe ich. Was zählt, ist, dass Kjötvi heute stirbt. Darin sind wir uns einig. Sehr schön. Aber krass, das wussten wir vorher gar nicht, ne? Dieser Kjötvi gehört zu den Templern. Ich meine, ich kann mal ein bisschen näher ziehen. So, ein wenig, Alter. Ich glaube, so können wir arbeiten, nicht wahr? Gut, es geht los. Interessant, deswegen sind die mitgefahren. Nur wegen Kjötvi. Naja, Assassinen jagen die Templer auf der ganzen Welt. Nicht nur in einem Land. Und wenn wir ihn wirklich töten... Sigurd Hurensohn! Du schreist um meine Mauer wie ein Dieb in der Nacht. Stell dich mir! Du kämpfst mit mir, Kjötvi. Sigurd ist nur hier, um zuzusehen, wie man Rabe dein Herz frisst. Sieh mal an! Wieder einmal erscheint Eivor Wolfsmal, um sich an mir zu versuchen. Dies. Okay. Dies ist meines Vaters Schande.
Ich hole die Ehre zurück, die er hat eine Doppelaxt. Ich habe Schild und Axt. Hier! Gegen den Eichbrecher! Du wirst flehen wie dein Vater. Der Vater Wolfschatz. Tor, gib mir Stärke! Hat er die Äxte weggelegt? Nun nehme ich deins! Er hat zwar drei mit Ziel erfassen. Ausweichen! Mit dem Ausweichen muss ich allerdings aufpassen. Ich schaue jetzt auf jeden Fall meine Specials mal so raus. Du solltest tanzen und nicht kämpfen! Haha, sauber! Was los? Jetzt helfen die Finger doch wohl nicht mehr weiter. Da hat den Pfeil abgewehrt. Krasser Typ. Wow. Ich bin dran. Alter. Quest auf jeden Fall. Okay, das ist so geplant. Ruhig bleiben. Spielt Vardruna im Hintergrund? Finde ich gut. LOL! Das ist meine Ehre, Junge. Aber verübeln kann man es ihnen ja nicht, ne? Okay, der visiert immer weg. Betäubungsschlag ausnutzen, Leute. Immer schön ausnutzen, aus dem Stay fast kaputt. Witzfigur! Mit einem Special umgenietet. Black. Du erhältst deinen Lohn, Wolfsmal, und den Ruhm meines Todes. Alles hierfür. Dein feigen Vater und sein sinnloses Opfer. Der quält den. Sieh den Preis unseres Krieges, Wolfsmal. Die Ernte dreier Generationen tot. All ihre Namen vergessen. Nichts davon hat Bedeutung. Nein, mein Clan wird nicht vergessen werden. Wir haben Gungnir genommen. Odins Speer. Krass. Ich kämpfte so hart. So verbissen. Um zu leben, denn ich weiß, was uns am Ende erwartet. Nur Dunkelheit. LOL. Heißt das immer, wenn wir so einen Templer umbringen, kommt Odin? Ich fand das krass. Das war echt krass. Hat mir gefallen. Clan. Eure Leben sind verwirkt. Wer bist du denn, Gorm? Kommt her, wenn ihr müsst. In den Schmelztiegel eures Untergangs. Dein Vater ist tot, Gorm. Seine Schuld getilgt. Öffne die Tore, du wirst verschont. Wälz dich in Scheiße, Wolfsmal. Bogenschützen zielen. Die Schlacht beginnt gerade erst. Haha. Keine Gnade. Was sind wir der Rabenclan? War Ragnar Lodbrok nicht auch im Rabenclan? Lieber mal Schild nehmen. Ich weiß gar nicht, wo die Pfeile herkommen. Ich sehe die Feinde nicht. Leitern aufstellen. Das Schloss kann von innen zerschlagen werden. Ich muss da rein. Lass mich da hoch. Die Götter wollen so. Alles klar.
Hoch, 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 hoch. Ist nicht, Junge. Ich muss ans Tor, ich muss meine Leute reinlassen. Haha, easy. Komm schon, meine Leute, öffnen. Jetzt knallt's. Oh, ich darf nicht ins Horn blasen. Schade, ich hätte so gerne ins Horn noch geblasen. Odin. Sauber. 39 Meter Schatz, den hole ich mir doch. Ich komme da so nicht rein. Entriegel das letzte Tor. Ah, es gibt noch eins. So komme ich hier nicht rein. Na gut, dann kümmern wir uns einfach erstmal um unsere Mission. Plündern kann ich später immer noch. Ne? Das ist. Das kann ich nebenbei machen. Arschloch! LOL! Er hat aber rausgehauen. Trauerbringer! Kümmer dich drum, ich muss die Tür öffnen. Ich muss da hochkommen. Die Leine. Der Turm. Ich kann die Tür also doch nur von der anderen Seite öffnen. Haha. Was? Ah, okay. Gorm hat sich im Tempel verschanzt. Ich muss Aranda. Ist egal, wir holen die da raus. Hier gibt es so viele Schätze, aber... Okay. Jawohl. Er ist in der Kirche? Alles klar, alles klar. Ich hole mir den. Deine Bogen. Mach dich berechenbar. Du bist nur ein Schatten deines Vaters, Gorm. Schwach und geistlos. Und du wirst diesen Ort nur als Asche im Wind verlassen. Feigling. Okay, hinterher und nicht verbrennen lassen. Ich komme aus dem Gebäude. Alles klar. Glücklicherweise kann ich klettern. Hinterher. Ja, ich habe ein bisschen geübt. Der haut einfach ab. Der Feigling Gorm flieht. Sein Vater starb heute zweimal. Ja, ist aber nicht gut, wenn der abhaut. Wir haben unsere Rache bekommen. Sauber. Kjötvis Feste. Mhm. Sehr schön. Und runter. Eivor, der Tag ist unser. Lass den Feigling ziehen. Eivor. Das wird man Nachspiel haben. Der Atem steigt mir von der Stirn. Die Skalden werden diesen Tag besingen. Der Tag ist unser. Gorm ist entkommen. Er floh nach Norden, in König Haralds Reich. Lass dieses geschundene Ferkel fliehen, wohin es will. Sein Vater ist tot, sein Clan zerstreut. Wir herrschen in Rygjafylki. Ein zahnloser Welpe kann zu einem gefährlichen Wolf heranwachsen. Eivor, lass es. Hört zu. Das ist auch was ich meine. Du hast deine Ehre wiederhergestellt. Genieße den Sieg. Und morgen... wird gefeiert. Du hast recht, Bruder. Du hast immer recht. Judo, sehr schön. Übermittle die Nachricht unseres Sieges deinem Neffen, dem König. Das habe ich bereits, Sigurd.
Er wird höchst erfreut darüber sein und euch einen Ehrenplatz bei seinem Ting in Alrekstadir einräumen. Sag ihm, wir kommen. Von der Schlacht berauscht und Ruhmeslieder singend. Suche die Gesellschaft von Königen und bald hast du deine eigene Krone. Wenn die Nornier es so vorsehen. Bleib hier und plündere, was du kannst. Ich überbringe Vater die Neuigkeiten des Sieges, bevor er zu Haralds Ting aufbricht. Sauber. König Sigurd, hört sich an für sich gar nicht schlecht an, oder? Ich weiß, Schönin. Ein andermal. Sehr schön. Abgeschlossen, ein grausames Schicksal. Aber hier gibt es auch jede Menge Zeugs zu sammeln. Zwei Fertigkeitspunkte, sehr schön. Neue Quest, Geburtsrecht. Oh, jetzt sind sie offen. Okay, alles klar, sehr schön. Eisenstern, nicht schlecht. Brief von Gollum den Weisen. Ich bin Gordom. Du weißt, wer ich bin. Einige nennen mich den Jäger. Ich spreche im Namen meines Neffen, König Harald. Ein starkes Feind des Nordwege liegt ihm am Herzen und darüber möchte ich mit dir reden. Ich lade dich in meine eigene große Halle ein oder kann, wenn dir das eher genehm ist, zu dir kommen, Gudorm. Sehr gut. Das Wichtigste liegt hier vorne. Diese Barren benötigen wir nämlich, um unsere Waffen aufzuwerten. Inzwischen habe ich eigentlich ziemlich gute Waffen. Sogar den habe ich auf Gold, auf Mythischen aufgerüstet. Diese Bärenkluft hier, Berserkersatz, bekommt ihr, wenn ihr vorbestellt und wenn ihr euch das große Paket geholt habt. Aber ihr werdet mit der Zeit sowieso bessere Sachen kriegen. Alles klar, ich will auf jeden Fall jetzt meinen Barren haben. Es muss einen unterirdischen Gang geben, wenn ihr mich fragt. Oder? Ruhe. Begib dich nach Alrekstadir. Alter, das sind manchmal hier Wörter. Kaum auszusprechen. Okay, ist das. Das ist das Haus, was zu war, oder nicht? Es muss einen Zugang geben. Aha, ihr könnt diese Wände hier oben zerschlagen. Beziehungsweise mit Pfeil und Bogen. Sehr schön. Wir müssen auf jeden Fall nach diesen Stöckchen da Ausschau halten. Das kommt schon mal öfter vor, dass ihr solche Wände kaputt machen müsst. Und dann gibt es noch Steinmauern, die ihr mit Explosionen zum Einstürzen bringen könnt. Kohlebarren. Sehr schön. Reichtum. Ich bin fast voll. Es gibt nur noch drei. Also zumindest hier in der Gegend. Ich befinde mich ja jetzt hier immer noch in Reykjavik, würde ich mir die ganze Zeit sagen. In Reykjavik. Okay, Reykjavik. Alles klar. Ein paar Sachen gibt es hier noch zu sammeln, aber nicht mehr so viel. Ich laufe mich hier gerne auch mal offline durch über die Karte und sammle Schätze ein. Gut, dann gibt es da oben auf 200 Meter. Und dann mal da noch was, da noch was. Aber das soll uns jetzt erstmal nicht kümmern, ja? Gut. Ich habe auf jeden Fall meinen Barren. Ich werde mich hier in Ruhe nochmal umschauen. Empfohlene Stärke ist 280. Das ist schon ganz schön heftig. Weiß nicht, ob wir da einfach mal so hinlaufen sollten. Ich versuche mein Glück, ja? Ich würde sagen, wir sehen uns, ja, das sind schon ein paar Meter, nicht wahr? Ich muss hier einmal rumlaufen. Dann kann ich mir unterwegs auch die zwei gelben Punkte holen. Das sind nämlich die wertvollen Reichtümer. Und dann sehen wir uns vor Ort in Hrdafylki. Okay, bis gleich.
Okay, Leute, Geburtsrecht. Begib dich hier in diese Gegend. Empfohlene Stärke ist 280. Ich soll mich aber hier mit Sigurd treffen. Ich soll ihn finden. Der junge König Harald ruft Nordweges Clan zu einem Elfing in Alrekstadir zusammen. Also zu einem Meeting, oder? Bei der empfohlenen Stärke von 280 habe ich so ein mulmiges Gefühl, wenn ich mich jetzt hier in diese Stadt wage. Vor allem, weil mir jetzt schon feindliche Soldaten entgegenkommen sind. Ich bin bei Weitem nicht Stufe 80. Die werden mich kalt machen. Das sind keine Feinde. Wir sind, okay, außerhalb vor den Toren sind mir 4-5 Soldaten entgegengekommen. Da habe ich einen riesen Bogen mal drum gemacht. Aber so wie es aussieht, darf ich mich hier aufhalten, Leute. Ein Schlüssel. Ich finde die Musik im Hintergrund eigentlich ziemlich angenehm. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Ich habe auch eine Truhe gefunden. Da stand, finde einen Schlüssel zu jeder Truhe. Gibt es einen Schlüssel, der auf sämtliche Truhen passt? Unter mir. Das Buch des Wissens. Ein Buch des Wissens gibt mir Fähigkeiten. Schmutziger und angenagter Zettel. Die Schweine sind ins Haus eingebrochen und jetzt ist der Kellerschlüssel weg. Ich hab ihn. Du bist damit dran, dich durch die Scheiße zu wühlen. Ah, alles klar. Ich habe einen Schlüssel, aber wo ist der Zugang? Das ist nicht hier. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Ich habe es nur nicht gelesen. Ist der Kellerzugang nicht außerhalb des Hauses? Hier. Ah. Sehr gut. Immer umschauen, Leute. Manchmal ist der Zugang zum Keller auch nicht direkt im Haus. Pfeile nehme ich mit. Tür aufschließen. Sehr schön. Mir fehlt aber dann immer noch der Schlüssel für die Truhe eines Hauses. Buch des Wissens. Neue Fähigkeit. Todeszeichen. Schauen wir uns an. Ich habe das weggedrückt. Ich habe in der Nähe von Kjötvis Feste auch bereits eine neue Fähigkeit erlernt. Und zwar Helheims Jähzorn. Ein Tobsuchtanfall. Ich laufe auf den Gegner zu und prügele auf ihn ein wie ein Verrückter. Dabei muss ich aber schnell abwechselnd L1 und R1 drücken, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Gut. Und jetzt habe ich eine Bogenfertigkeit. Todeszeichen. Halte R2 gedrückt, um entdeckte Gegner zu markieren. Lass los, um eine tödliche Pfeilsalve abzuschießen. Zuweisen. Lass mal auf Viereck. Erst wenn ich genug Fähigkeiten habe, werde ich sie mir entsprechend zurechtlegen. Nicht? Fertigkeitspunkte habe ich bisher noch nicht. Also jetzt gerade nicht. Ihr findet auch in Truhen und in solchen Fässern Silber. Minimal, aber ihr findet Silber. Aber ich schätze mal, das ist nicht zwingend notwendig. Man bekommt hier an für sich ganz gut Handelsgüter. Und ja, Silber werdet ihr schnell zusammenkriegen, wenn ihr ordentlich sucht. Das ist jetzt mal interessant, Leute. 42 Meter in diese Richtung. Da ist so ein Zettel. Seht ihr das oben auf dem Kompass? Ja. Wo war das? Bei Assassin's Creed Brotherhood? Oder auch schon im zweiten Teil? Da musstet ihr einem Zettel hinterherlaufen und dann einfangen. So ein Notenblatt oder was in der Richtung. Und das kommt wieder. Das ist wiedergekommen. Ihr müsst jetzt dieses Blatt hinterherlaufen. Es handelt sich dabei um Tätowierungen. Da ist es. Machen wir. Springen. Springen ist nicht immer ratsam, weil ihr dadurch auch abgebremst werdet. Dieses blöde Blatt ist verdammt schnell. Komm. Laufen alleine reicht aber aus. Es sei denn, ich stütze hier auf so Hindernisse. Das hat mich jetzt abgebremst. Weiß nicht, ob es verschwindet. Einsacken. Tattoo-Entwurf erhalten. Sehr schön. Also das ist tatsächlich wiedergekommen, Leute. Interessant. Hier ist noch irgendwas. Oh, hier ist wieder so ein Ding. Lauf. Die Tattoos will ich haben. Lauf, Junge.
Also manchmal muss man doch springen oder klettern. Komm, Junge. Das glaube ich jetzt nicht. Eingesackt. Haha, sehr schön. Sehr schön. Beide Artefakte hier in der Stadt bekommen. Zwei Fertigkeitspunkte. Schau mal rein, verteilen wir mal ein bisschen. Ich habe jetzt hier einfach mal so ein bisschen willkürlich verteilt, um auch weitere Bäume hier aufzumachen, wenn hier der Strich hier ins Dunkle geht. Ihr öffnet dort ein neues Sternzeichen und dann könnt ihr euch neue Fähigkeiten erwerben. Nahkampf. Wie gesagt, Handwechsel. Halte R2 und R3 gedrückt, wenn du mit zwei Waffen kämpfst, um sie von der einen zur anderen Hand zu wechseln. Nahkampf Widerstand. Jetzt haben wir keine Punkte mehr. Ich arbeite mich jetzt hier erstmal in jeder Richtung ein wenig durch. Und dann schauen wir am Ende. Ihr könnt die Fähigkeitspunkte wieder löschen und dann erneut verteilen. Das ist ziemlich gut, vor allem wenn ihr erst hinterher seht, ah verdammt, da ist die Fähigkeit, die ich haben will. Ne? Also ihr könnt danach löschen und euch die Punkte neu verteilen, auch wenn der Baum frei ist. Ne? Gut. Untertauchen. Ach krass, ich kann mich so wieder verstecken. Vor Soldaten und so weiter. Interessant, da. Es gibt Soldaten. Ah. So tun als ob. Ich habe es eigentlich vermisst. Im Assassin's Creed 1 und die ganze Ezio-Reihe konntet euch immer in die Menschenmenge verstecken. So schleichen, ne? Das ist irgendwann rausgenommen worden, was ich eigentlich sehr schade fand. Weil das auch den Assassinen irgendwo ausgemacht hatte. Ich rede mal mit dem. Das ist ein Weltereignis. Oder mit ihr. Spielen alle in Alrekstadia ihre Liebesspiele so laut? Nein, nur mein Mann. Er kann seine Frau nicht befriedigen. Oh, zu alt? Nein, er ist jung und stark. Es war auch nicht immer so. Auf unseren Raubzügen waren wir unzertrennlich. Ihr habt auf Raubzügen gepflügt? Unser erstes Mal war mitten in einem brennenden Dorf. Irgendwann wollten die anderen, dass wir aufhören, weil es sie abgelenkt hat. In Todesnähe kann Liebe heißer brennen. Habt ihr versucht, diese Erinnerung zu nutzen? Ja, aber darüber zu reden ist nicht dasselbe. Ich muss es fühlen, riechen. Also müsstet ihr die Aufregung eines Raubzugs in euer Bett holen. Ihr könnt eure Bude ja in Brand stecken. Würden wir plündern. Das wird meinen Bach fließen lassen. Komm, sagen wir es meinem Mann. Ich wollte nur... Okay. In Ordnung. Okay, ja, auf jeden Fall Ansprüche. Wache. Großer, starker Wikinger. Heute wird geplündert. Geplündert? Jetzt? Mache mit beim Bluttanz. Erfülle mich mit deiner Kampfeslust. Oh, ja, ja, seien wir Wikinger. Vielleicht könntest du ein paar Dinge kaputt machen. Da, finde einen Schlüssel für jedes. Als wäre es dir wirklich ernst. Das ist lustig. Aber ich schlag jetzt erstmal alles kaputt. Ja, es fühlt sich nicht echt genug an. Ich habe da eine Idee für euch, Mädels. Wie wär's mit Feuer? Viel Spaß dabei. Und die das so geil finden? Die fackeln jetzt hier alle ab. Vielleicht braucht ihr mehr Feuer, wie beim ersten Mal. Bin gerade dabei. Brenn unser Haus nieder. Mach es dem Erdboden gleich. Das ist es. Ich bin so aufrecht wie Heimdalls Turm. Dann rammt. Durch das Walgrin-Tor und betritt Walhall. Nimm alles, was du willst, Wikinger. Nimm auch uns und lass dich vom Liebeshunger verschlingen. Ein andermal vielleicht, aber ich bediene mich an eurer Truhe. Oh, ich darf drauf zugreifen jetzt. Ah, interessant, Alter. Ihr habt ja noch ein bisschen Feuer. Viel Spaß. Es gibt schon komische Leute, nicht wahr? Auf jeden Fall haben wir hier ein bisschen Stoff geholt.
Ich wollte eigentlich mit Sigurd sprechen, Leute. Der befindet sich hier. Okay, Leute, wir sind zumindest schon mal in der Stadt angekommen. Ich werde Geburtsrecht diese Mission in der nächsten Folge erledigen, Leute. Ich werde mich hier noch ein wenig umschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.